Freunde, das Thema Süßstoff. Das Thema Süßstoff. Süßstoff überall. Süßstoff, viele Menschen können ohne Süßstoff gar nicht mehr leben. Die brauchen dringend Süßstoff. Keinen Kaffee mehr ohne Süßstoff. Keine Getränke ohne Süßstoff. Keine Speisen ohne Süßstoff. Die müssen immer irgendwas gesüßt haben. Ist das alles so sinnvoll oder wie könnte man da vorgehen? Freunde, da ist auch wieder von mir natürlich vorneweg eine wichtige Info. Die Dosierung macht das Gift. Okay? Also, Süßstoffe, heißes Thema. Die Frage ist natürlich immer, bei Süßstoffen, kommen diese Stoffe draußen in der Natur so vor? Kommen die in der Konzentration vor, wie wir sie in Form von Süßstoff zuführen? Sind diese Süßstoffe völlig unbedenklich? Wenn ihr dazu googelt, werdet ihr zigtausende von Infos erhalten und wisst ihr was? Am Ende, unterm Strich, wisst ihr wieder nicht, was ist richtig, was ist falsch. Deswegen möchte ich heute ein bisschen was von meiner Seite aus dazu sagen, wie man das am besten handelt. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich unsere Geschmacksnerven, die beurteilen das, was wir essen, in gut oder in schlecht, in prima oder bäh. Okay? So, und an was liegt es? Woher kommt diese Beurteilung? Und diese Beurteilung ist sozusagen unser Geschmackslevel, unser Geschmacksnervenlevel. Unsere Zunge spürt natürlich, wenn wir essen, da sind die Geschmacksknospen drauf, das, was wir essen. Schon als Säugling, schon als Fötus, werden wir über die Nabelschnur mit gewissen Stoffen versorgt und die sind natürlich, wenn die Mama sehr viel süß ist, natürlich etwas süßer, wenn die Mama sehr würzig ist, etwas würziger, wenn die Mama neutral ist, eher neutral. So, und später haben wir natürlich in unserer Kindheit und Jugend gewisse Geschmackserlebnisse. Zum Beispiel, die Mama kauft immer schönes, leckeres Nutella, schön viel Marmelade und Honig und Süßigkeiten, um die Kinder schön zu versorgen. In der Schwangerschaft hat sie auch schön viel Süßigkeiten gegessen. So, und dann ist das Kind natürlich geschmackstechnisch eingestellt auf einen gewissen Süßegrad. Und das geht bis Erwachsenwerden, okay? Oder andere Kinder, die Mamas und die Papas, die leben es gesund vor, essen gesunde Sachen, essen relativ wenig Süßigkeiten, essen relativ wenig süßlastig. So, und diese Kinder werden von den Geschmacksnerven genau damit konfrontiert. Okay, jetzt haben wir natürlich eine Geschmacksnerveneinstellung. Eine Skala beim einen ist süß, zum Beispiel wenn wir von 100 ausgehen, ist bei dem süß erst 200. Und bei dem anderen ist süß 50. So, und jetzt isst man natürlich gewisse Dinge. Versucht zum Beispiel die Ernährung umzustellen mit 20, 22, 25 Jahren, vielleicht auch erst mit 30, weil die Wanne riesengroß geworden ist, der Hintern ist riesengroß geworden, die Fitness leidet, jetzt versucht man natürlich zu sagen, okay, jetzt will ich endlich mein Körpergewicht runterkriegen, ich möchte fit sein, dazu muss ich natürlich gewisse Stoffe weglassen, weniger Zucker essen, weniger Süßigkeiten, weniger Gebäck, weniger weißes Brot, weniger Kuchen, weniger Schokolade, das muss ich alles weglassen. So. Aber die Geschmacksnerven sind natürlich auf 200. Also, wie schmeckt dann das Essen in den ersten paar Wochen für so einen Mensch? Pfui Teufel, das schmeckt ja furchtbar, das kann man gar nicht essen, das schmeckt nach gar nichts. So. Und bei dem anderen Menschen, da müssen wir so mit drüber raten, der hat meistens, wenn er eh darauf geachtet hat, eh kein Gewichtsproblem. Für den ist es eh easy, sich gesund zu ernähren, weil seine Geschmacksnerven natürlich viel sensibler sind. Für den schmeckt ein Apfel wunderbar. Für den, der Süßigkeiten gewöhnt ist, mit der Skala 200, der Apfel schmeckt nach gar nichts. Die Trauben, naja, gehen. Und der andere, boah, sind die süß, die Trauben. Gut, so. Wenn diese Menschen natürlich jetzt mit der Geschmacks- und Süßigkeitsskala, Zuckerskala auf 200, die Ernährung umstellen, brauchen die natürlich immer irgendwo einen Ersatzstoff, der weder Energie liefert, noch dass er den Blutzuckerspiegel groß irritiert, dass die Bauchspeicheldrüse kein Insulin produziert. Warum? Weil das Insulin ist natürlich einerseits gut, aber andererseits ist es auch eine Katastrophe, weil es die Fettverbrennung unterbindet. Energielieferanten in Form von Zucker wissen wir heute alle schon, die sind nicht besonders gesund und die helfen auch bei der Fettverbrennung in gewissem Maße nicht mehr. Also werden die eliminiert und dann steht der Mann hier mit 200% Zuckersensibilisierung. Ich sterbe, ich brauche unbedingt überall Zucker. So, und die Industrie weiß das natürlich. Und was produziert sie dann? Exakt, Light-Getränke mit Süßstoff gepanschte Getränke, wie sie alle heißen, süße Getränke mit in tausend, da gibt es ja schon fünf verschiedene Varianten bei manchen Firmen, da blickt man schon mal gar nicht mehr durch, warum heißt es Light, warum heißt es Easy, warum heißt es Zero, was weiß ich was alles, blickt kein Mensch mehr durch. Hintergrund ist überall der, dass da natürlich letztendlich
ist Süßstoff drin, also eine künstliche Süße. So, warum? Die wissen natürlich schon von der Industrie, oh, die Leute werden so langsam schlau, die wissen, der Zucker ist nicht besonders gesund. Also müssen wir ja gucken, dass wir unseren Umsatz aufrechterhalten, also produzieren wir Dinge, die natürlich vom Süßegrad ungefähr so sind, wie wenn Zucker drin wäre. Okay? Soweit sind wir uns einig. Gut. So, und jetzt werden natürlich auf synthetischer Basis Süßstoffe entwickelt, auch teilweise aus der Natur raus, aber jetzt kommt es. Wir kennen weder die Langzeitwirkung von den Sachen, noch die Wechselwirkung mit anderen Sachen. Noch ist uns tatsächlich im Klaren, was im Körper tatsächlich passiert. Klar, die Geschmacksnerven werden natürlich befriedigt. Aber inwieweit das Ganze gesund ist, das steht echt auf einem ganz anderen Blatt. Und dass da relativ wenige Infos nach außen treten, ist auch logisch. Wisst ihr warum? Weil die Industrie natürlich auch schlau ist. Die geht natürlich her und lässt natürlich Studien ins Leben rufen. Die bezahlt Wissenschaftler, dass sie sogenannte Nebelgranaten schmeißen. Nebelgranaten heißt, lauter Informationen, wie toll und wie gesund und wie gut ein Süßstoff ist. Und wer schreibt das? Das wird von der Industrie initialisiert, weil die natürlich die Wissenschaftler dafür bezahlen. Und unterm Strich muss das rauskommen, was die Wirtschaft dafür will, weil die will Geld verdienen. Also kommt in der Regel auch die wenigsten Wissenschaftler dazu, sowas freiwillig zu untersuchen. Warum? Weil es keine Kohle dafür gibt. Okay, dann haben wir teilweise Dinge zu essen, die mit Süßstoff versetzt sind. Ja, da bin ich mir nicht sicher und da weiß ich ja auch vom Feedback von meinen Kunden, dass es nicht besonders gut ist. Weil viele meiner Kunden, die klagen dann, wenn sie Leitgetränke trinken, dass sie irgendwie so ein komisches Magengefühl haben. Die einen bekommen Heißhunger, die anderen wollen dann wieder noch mehr Süßes essen, kriegen Hype auf Süßes, alles solche Dinge. Deswegen meine Empfehlung, ist es tatsächlich so, dass die 2 Kaffees am Tag, wo dann vielleicht einen halben Teelöffel Zucker drin ist, sind die tatsächlich entscheidend über Sieg und Niederlage? Das glaube ich nicht. Sondern im Grunde genommen ist es so, dass wir einfach versuchen sollten, so weit wie möglich weg von zuckerhaltigen Lebensmitteln, so weit wie möglich rüber zu gesunden Lebensmitteln, Step by Step, Woche für Woche, Monat für Monat. Und irgendwann werden unsere Geschmacksnerven sich sowieso sensibilisieren. Und zwar mein Ausdruck dafür, entindustrialisieren. Die werden sich entindustrialisieren, die werden weg von der industrialisierten Süße kommen, auf die natürliche Süße. Und da werden viele Dinge, die uns davor nicht mehr geschmeckt haben, die werden auf einmal wieder schmecken. Und wir würden sagen, yes, der Apfel ist lecker. Yes, die Karotte ist lecker. Die Gurke, die Tomate. Natürlich, Freunde. Dazu muss man natürlich qualitativ hochwertiges Obst und Gemüse kaufen, wo man nicht überall bekommt. Das ist richtig. So, aber ihr seht daraus, es gibt einen Ausweg. Erstmal müsst ihr natürlich 6, 8 bis 10 Wochen Geduld haben, bis unsere Geschmacksnerven entindustrialisiert sind, desensibilisiert sind. Das dauert von einem Menschen zum anderen unterschiedlich lang. Das kommt darauf an, wie lange er sich mit diesen Stoffen konfrontiert hat. Jemand, der 30 Jahre süß getaktet war, schon als Fötus süß getaktet war. Ja, Entschuldigung, da war doch nur nach 2, 3 Wochen, dass es alles schon funktioniert. Da muss man ein bisschen mehr Geduld mitbringen. Ja, Freunde. So, und das sind Dinge, die können wir Step by Step umstellen. Und wenn wir uns dauerhaft gesund ernähren, dauerhaft Zucker, kohlenhydratlastige Dinge, beziehungsweise raffinerierte Kohlenhydrate weglassen, industrialisierte Kohlenhydrate, Weißmehl, Nutella, Cola und so weiter, immer weiter eliminieren, uns immer gesünder ernähren, dann werden wir automatisch eine höhere Sensibilität zu gesundem Essen aufbauen. Unser Körper baut dann auch wieder einen Instinkt auf und sagt, Kollege, das, was du da isst, das ist nicht gut für meinen Körper, es rumpelt. Oh, ich muss Toilette. Oh, ich fühle mich unwohl. Oh, ich bin so matt nach dem Essen. Woher kommt das? Wenn ich was so eine Fastfood gegessen habe, boah, das fühlt sich so komisch an. Davor war es nie, da ist alles normal. Und dann gesund gegessen, ein paar Wochen später, oh, das fühlt sich aber komisch an. Boah, das möchte ich wieder loswerden. So. Und das ist tatsächlich so. Und da muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Und dann wird sich einiges ändern. Da wird sich vieles ändern. Deswegen meine Empfehlung zum Thema Süßstoff. So weit wie möglich weg vom Süßstoff. So nah wie möglich ran an die Ursprungsernährung. An so weit wie möglich artgerechtes Essen. Und wenn dann hier und da mal ein bisschen Süßstoff drin ist, dann ist es ja unproblematisch. Die Dosierung macht das Gift. Aber ihr seht zwischenzeitlich, dass die Industrie auf uns reagiert
Und da wird überall Süßstoff reingepanscht, Leitprodukte, alle möglichen Säfte und Getränke mit Leit gepanscht. Klar, Zucker runterfahren, weil sie wissen, die Bevölkerung weiß, oh, Kohlenhydrate, Zucker sind nicht gut. Also müssen wir einen Ersatzstoff rein, dass die weiterhin schön für Umsatz sorgen. So. Und inwieweit diese Süßstoffe gesund sind oder nicht, werdet ihr ganz unterschiedliche Aussagen finden. Meine Aussage dafür ist, wenn solche Sachen nicht auf Bäumen wächst, wenn solche Dinge nicht aus dem Boden sprießen, dann ist damit immer mit Vorsicht zu genießen. Selbst wenn es in der Natur vorkommt, muss man auch immer überlegen, in welcher Konzentration kommt es in der Natur vor, wenn wir es essen. Wenn die Konzentration dann aber das Tausendfache ist, wie es in der Natur vorkommt, ist es dann wirklich so gesund? Oder hat es irgendwelche Wechselwirkungen im Körper mit Medikamenten, mit anderen Lebensmitteln? Tja, das sind alles Dinge, die ihr wisst. Deswegen, meine Freunde, meine Empfehlung, so weit wie möglich weg von den Dingern, so weit wie möglich süßstofffrei essen, so nah wie möglich an eine gute, ursprungsnahe Ernährung. Und dann haben wir Menschen mit den Dingen am allerwenigsten Probleme. Wisst ihr auch warum? Weil unsere Grundstruktur des Körpers, unsere Gene, die sind ja noch ganz ursprünglich, die werden im Moment durch viel Chemie, durch viel Dinge, die so in der Natur nicht vorkommen, kontaminiert. Der Körper ist natürlich nicht aus Porzellan, fällt in der Mitte auseinander, aber umso mehr wir uns mit diesen Dingen konfrontieren, unseren Körper mit diesen Dingen belasten, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dadurch auch Schäden davon tragen könnten. Und deswegen meine Empfehlung, so weit wie möglich art- und bedarfsgerecht, so weit wie möglich weg von Süßstoffen, Geduld haben ein paar Wochen, dann sind wir in einer gesunden Ernährung und dann entwickeln wir wieder gesunde Instinkte und unser Körper sagt ganz genau, Kollege, das war gut und das, mein lieber Freund, war nicht gut. Eigentlich easy. Lassen wir das Wort eigentlich weg. Es ist easy. Alles eine Frage der Denkweise, der Einstellung, des Mindsets. Und beim guten, gesunden Mindset wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Wenn ihr zu diesem Thema was zu sagen habt, dann lasst es mich bitte wissen und tragt es unten in die Bemerkung ein. Wenn ihr ein anderes Thema haben wollt, wo ihr sagt, das würde mich interessieren, hättest du da mal Lust und Zeit dazu, einen Video darüber zu machen, dann tragt es mir ein. Ich bin für jede Idee dankbar. Wenn ihr konstruktive Kritik habt, habt ihr auch nichts dagegen, schreibt es einfach rein. Freunde, das war's wieder von Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T.